Pacifist Runs sind seit einigen Jahren sehr beliebte Herausforderungen in Spielen wie Deus Ex und Dishonored. Undertale richtete sich sogar komplett nach diesem Ziel aus, aber in letzter Zeit griff diese Spielweise auch auf Strategiespiele wie Age of Empires über. Dort lassen sich selbst Kampagnen, die das aus historischer Sicht nicht vermuten lassen würden, komplett ohne oder zumindest mit erstaunlich wenigen Kills durchspielen. Aber ich frage mich seit einiger Zeit, ob das auch in Siedler möglich ist. Unser Ziel wäre es in diesem Fall, eine jeweilige Mission zu gewinnen, ohne dass die Statistik einen von uns verschuldeten Kill anzeigt. Dazu müssten wir natürlich erstmal wissen, was für das Spiel überhaupt als Kill zählt. Als Kill zählt jede von uns getötete steuerbare Einheit, die kein Fahrzeug ist, aber gibt es vielleicht Ausnahmen? Es gibt vier Zauber, die einen solchen Grenzfall darstellen könnten: Jupiters Blitz, Barbaren bekehren, Schützen strafen und Frieden stiften. Wie sich herausstellt, zählt keiner dieser Zauber als Kill. Im Falle von Frieden stiften nicht mal dann, wenn er gegen Soldaten des dunklen Volks angewandt wird. In diesem Fall haben wohl die Götter den Tod dieser Einheiten zu verantworten. Die Mayas haben außerdem noch den Teleport-Zauber, mit dem feindliche Einheiten auf eine andere Insel verbannt werden könnten. Aber keiner dieser Zauber hilft uns gegen Einheiten in Türmen. Um Türme ohne eigene Schwertkämpfer zu zerstören, haben wir vier Möglichkeiten: Saboteure, Axtkämpfer, den Zauber Thors Hammer sowie Katapulte und Kriegsschiffe. Auch hier zählt nichts davon als Kill. Schließlich haben nicht unsere Soldaten, sondern die Trümmer der Türme die Soldaten darin getötet. In der Theorie ist es also möglich, in der Praxis haben wir aber einige Probleme. Saboteure stehen uns auf Kampagnenkarten nicht zur Verfügung, während Axtkämpfer und Thors Hammer den Wikingern vorbehalten sind. Saboteure sind außerdem zu schwach, um ordentlich besetzten Türmen ernsthaft zu schaden. Die Wikinger haben dafür keinen Zauber, der es ihnen ermöglichen würde, feindliche Einheiten dauerhaft zu neutralisieren. Letztendlich ist es sehr kartenabhängig, welche dieser Werkzeuge wir brauchen würden. Aber in der Praxis kommt ein weiteres Problem auf. Wir müssen uns verteidigen, sofern wir nicht gerade auf einer Insel für uns sind. Dann kommt noch erschwerend hinzu, dass wir anders als in Age of Empires unsere Einheiten nicht anweisen können, niemals anzugreifen. Und selbst wenn wir das könnten, wäre das wohl kaum die Standardeinstellung für frisch bekehrte Einheiten. Da wir keine Nahrungsproduktion oder Schwerindustrie im üblichen Sinne bräuchten, könnten Römer und Trojaner natürlich versuchen, feindliche Angriffe ausschließlich mit Mana abzuwehren, aber spätestens wenn sich die Kosten der Zauber erhöhen, wird es unrealistisch. Die Antwort auf unsere Frage lautet also ja, aber nein. Für einzelne Karten lasse ich sicher Wege finden. Auf Karten wie Trojaner Mission 4 oder Trojaner Mission 7 können wir zum Beispiel dank meiner Cheese-Strategie jeglicher Konfrontation mit dem dunklen Volk aus dem Weg gehen. Generell sollten TV-Karten einfacher sein, da wir zur Zerstörung des Tempels nur Mana und Priester benötigen. Etwaige Raids können wir komplett vermeiden oder durch ein entsprechendes Siedleropfer beenden, bevor wir uns wirklich verteidigen müssten. Aber mit den Siegbedingungen, mit denen Siedler standardmäßig arbeitet, ist ein Pacifist Run wohl möglich, aber einfach nicht realistisch. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn jemand auf diese Weise auch nur ein Turnierspiel gewinnen würde, wäre das der lustigste Shit ever.